So, hallöche Leute und willkommen natürlich wieder zurück bei Game of Thrones Episode 4. Wie gesagt, ich starte sie jetzt einfach mal. Da ich natürlich, weil es beim letzten Mal habe ich es auch schon erwähnt, nicht genau weiß, wie lange das jetzt noch weitergeht, kommt es natürlich darauf an, wie lang das Ding hier ist. Ihr werdet es natürlich merken, ob das hier direkt noch an dem gleichen Tag kommt wie die Episode davor oder halt die Folge davor, beziehungsweise dann halt ganz normal zwei Tage später. Nee. Deswegen schauen wir hier mal. Der East Watcher. Now listen up. None of those guards can live long enough to light that beacon. Because if they do, this invasion gets a whole lot fucking harder. Don't drop that. A whole lot fucking harder. So, was haben wir jetzt hier alles? Da ist erstmal der Eingang. We'll need to take those two out first. Richtig. So, hier ist zwar theoretisch auch einer, da kann ich aber nichts machen. How many men do you think are in there? Hard to know for sure. At least five, maybe more. To answer your question, too many to fight head on. Is that a harpy? Of course it is. Those golden tits are everywhere in this bloody city. If those guards light a rope, the fire travels up to the bowl, and the whole city will know we're here. So we stop them. Aye. Come on, let's get moving. Na dann. Das könnte jetzt auch spannend werden hier. Je nachdem natürlich, was mir jetzt noch beeinflussen kann und was nicht. Hm. It's nothing. Just forget it. Is it dissolved? Machen wir das. He's dead. You gave him what he deserved. Time to move on. Not him I'm worried about. It's Croft. I hope he doesn't. Ach, das wird schon. Yeah, it's done now. Richtig. Die Armee werden wir wohl noch kriegen. Ich hoffe nicht, dass er die Fresse auffrisst oder so. I'll take him. I've got the other one. Just keep an eye on her. I don't need him to watch me. Hey, prove it. What have you heard? Just sit outside the gates waiting. Okay. Mother of Dragons. She wants to scare us. Keine Ahnung, wie lange wir jetzt hier wohl schnell laufen darf. Ja, okay, das passt. Ja, die ersten zwei sind schon mal weg. Wunderbar. We'll split up. One group will go high and try to climb over to the other side. What about them? That's why someone needs to stay down here. They get behind cover and shoot the men up top. Just don't let that one see you. So, which will it be? Still don't use a crossbow. Yeah. We'll stay on the ground. You take the wall. Es dürfte nämlich einfacher sein. Eventuell. Aha. We'll have to take care of him first. He'll see you. Ja, probieren wir es mal, ne? Schwupp, weg ist er. Tja, ganz klar. Müssen wir jetzt echt hochgucken? Ja.
Lol, dass er nicht Alarm schreit? I think he got the easy job. Ha. Also ich an seiner Stelle hätte Alarm gerufen oder sowas. Naja. Okay, das hat man jetzt auch fast nicht gehört, ne? Wenn da welche drin wären. Bei der Stille hier draußen hätte man das definitiv gehört. Naja. Ah. Perfekt, machen wir das Ding hier mal zu. Sauber. So, dann nehmen wir den da. Japp. Gut, alles weiter hoch. All clear down there. Hey. Gut, das war knapp. Bam. Assassin's Creed. They're still up there. On the right. Take them out. And you'll be clear to secure the beacon. They break through. I'll keep them busy. We can finish this. Just look at them. Two men. We've dealt with worse. Let's rush them and be done with it. What about them? You afraid of a couple of crossbows? We took on the Lost Legion by ourselves. This is nothing. We end it, we can get out of here. Me, you, Croft. All of us. Don't trust me. Let's do this. Yeah, would. You ready? Now! Hey! Get it! Light the beacon! Ooh, man. So, zack. Well, hello. Hui. Light it! Down! Stop him! Cut the fuse! Puh. Nice. Das war knapp, würde ich behaupten. Ja, ich kann irgendwie nichts machen. Noch nicht zumindest. Jo, das war's mit der Schüssel. Croft! Quit your whimpering.
I'm not dead yet. Hear that? Was ist denn das? Starting. Ah, okay, die Leute unten im Dorf. Passt. Pling! The Son of Winter. Okay. Ah, geht doch noch weiter, passt. Das war jetzt eigentlich schon Kapitel 7, also dann dauert es jetzt definitiv nicht mehr. Home at last. Back at High Point, I wasn't sure your brother would survive the day. He nearly didn't. I was terrified when you called Lud's bluff, but you knew exactly what you were doing. And now Brian will be coming home. He'll sleep in his bed, eat at our table. He'll be right here, where he belongs. I knew Lud would never sacrifice his son. A Whitetail is a Whitetail. Just like a forester is a forester. You made your family proud today. My lord, look! But no. Where are the guards? Huh? Blutpfeile, schlecht. Dahlia? Sir Ryland! Where are the Glenmores? Where's anybody? Wait here. Sorry, I should have laughed. Or maybe you think you can do better. Of course not. I didn't mean to have... Perhaps a song instead. I hear you've written a touching song about your dead brother. Am I in it? Alter, was war hier los? Shall we? No. No? I... Roderick! Roderick! Ach nee. Nicht der schon wieder. Welcome back. Get away from my sister. But we're having such a nice time. Aren't we, Talia? Say it. Say it's been lovely. It's been lovely. And Drecksacke. I'm told you're a man who can't be broken. I've decided to come see for myself. Ja, klasse. Ei, ei, ei. Och nö. Na toll, geil. Oh. Ethan was the first forester I killed. Doesn't have to be the last. You don't know what you're in for, Garrett. What you're asking my brother to do. The North Grove isn't what you think it is. Justice was for Marine to deliver, not you. But we did as you commanded! These aren't sellswords, Usher. They're killers. Roderick! I can't believe I trusted him. I know you and my brother were in contact. Perhaps he told you things. Things that might prove his guilt. Perhaps you're not to be trusted either. Oh, you're not listening, Garrett. Shh! Okay, das war's tatsächlich mit Episode 4, aber Episode 5, die Vorschau sah schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Dummerweise ist die momentan, kann ich jetzt auch noch wieder sagen, nicht draußen. Ja, deswegen werde ich da einfach hier in meinem Spieletitel, also der Playlist-Titel, auf pausiert mit reinschreiben, weil ich dann logischerweise warte auf Episode 5. Aber jetzt schauen wir hier erstmal die Statistik. Also ich und 9,8% haben Finn nicht hier
Encounter. Entgegengewirkt, genauso jetzt. Gut, 60,5%. Mit Griff die Fresse poliert. Gut, das ist eigentlich klar, ne? 86,2%. Ah, okay, nice. Haben sogar sehr ausgehaltene Sicht verraten. 69,2%, genauso, dass sie da bleiben sollen, die Soldaten. Eigentlich alles fast gleich wie ich, außer jetzt wieder mit 25,4%. Haben Beska erlaubt, hier den Meister zu töten. Okay, wieso habt ihr denn den leben lassen? Verstehe ich nicht. Naja, muss man ja nicht alles verstehen. Aber man sieht jetzt auch hier wieder, meine Entscheidungen sind nicht ganz konform mit der Mehrheit. Teils schon, teils nicht. So, da wir jetzt hier bei guten 16 Minuten sind, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, kam der Teil jetzt hier auch ganz normal zwei Tage später raus. Aber wie auch schon gesagt, ja, war es das hier erstmal mit Episode 4. Man sieht es jetzt hier nochmal. Ne, Episode 5 und 6 kommen aus noch raus. Das heißt, man sieht sich, wenn ihr wollt, in Kapitel 5 dann oder Episode 5, sobald das Ding natürlich dann draußen ist, werdet ihr es genauso wieder Let's Playen wie die anderen auch. Und bis dahin sage ich mal vielen Dank, bis dahin fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was, ne, haut rein, ciao und servus.